Wir lesen weiter in Matthäus 10, Matthäus 8 und 9. Jesus vollbringt Wunder, Heilungen als Zeichen seiner göttlichen Sendung, wobei klar ist, dass diese Zeichen immer nur hier auf Erden zeichenhaft geschehen, bis Jesus wiederkommt. Aber sie bestätigen seine göttliche Sendung. Jesus sagt dann am Schluss von Kapitel 9, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und Jesus selbst sendet dann seine 12 Apostel, die er vorher offensichtlich als Apostel eingesetzt hat oder bei dieser Gelegenheit. Das erwähnt Matthäus hier nicht direkt, aber das lesen wir Markus 3 ab Vers 13 und in Lukas 6 vor der sogenannten Feldpredigt, dass Jesus seine 12 Jünger als Apostel eingesetzt. Und dieses Apostelprinzip spielt hier in Matthäus 10 eine ganz wichtige Rolle. Jesus ist der Apostel Gottes, des Vaters. Entschuldigung. Jesus, der Gesandte des Vaters. Er hat absolute Vollmacht vom Vater bekommen, besonders nach dem vollbrachten Erlösungswerk. Er führt den Willen des Vaters aus. Und die 12 Apostel sind von ihm gesetzt, seine Repräsentanten hier auf Erden mit seiner Vollmacht versehen, klar für einen konkreten Auftrag. Und wer deswegen die Apostel aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Und wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater im Himmel auf. Das ist hier das klare Prinzip. Das heißt, die 12 Apostel, um die es hier geht, als sicher zuerst mal als Repräsentanten der 12 Stämme Israels, die sind gesandt, um Jesu Botschaft zu voll verkündigen und mit den Heilungen, wozu Jesus sie bevollmächtigt, auch zu bestätigen, dass die Königsherrschaft des Himmels nun da ist. Das geschieht, wie gesagt, zeichenhaft. Es ist immer der Kontext zu beachten. Jesus sagt, zum Beispiel, nehmt keinen Geldbeutel mit. Später sagt er, nimmt jetzt einen Geldbeutel mit. Also, das heißt, der Befehl hier ist nicht absolut gemeint für jede x-beliebige Situation, sondern ist bestimmt für diese konkrete Situation. Die Jünger sind hier gesandt, nicht zu den verlorenen Heiden, sondern zu den verlorenen Israels, wie Jesus das in Matthäus 14 nochmal sagt. Damit ist nicht gesagt, dass Jesus nur für Israel gekommen ist, sondern dass jetzt zuerst mal die Botschaften Israel verkündigt wird. Wie gesagt, die 12 Apostel stehen sich auch zuerst mal für die 12 Stämme Israels und sie sind die Gesandten Jesu, die eben von zuerst mal zu den Verlorenen in Israel gesandt sind, zu den verlorenen Schafen, muss man immer gleich sagen. Also das ist das Bild zum Beispiel von Hesekiel 34, dass Gott seinen echten Hirten sendet. Dieser ist Jesus. Johannes 10 bezeugt das. Jesus selbst dort, dass er der gute Hirte ist. Und er sendet seine Apostel sozusagen zu den verlorenen Schafen in Israel. Und die sollen seine Botschaft bestätigen. Und die Heilungen, die sollen auch geschehen, immer zeichenhaft dafür, dass Jesus der verheißene Messias ist und dass seine Apostel eben seine Gesandte sind. Das soweit zum Matthäus 10. Vielen Dank und weiter eine gesegnete Zeit.